So, ich freue mich für Sie heute hier sprechen und spielen zu dürfen. Das Thema ist die Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach. Diese Variationen von Bach, die beschäftigen sich nicht mit der Melodie dieser Arie. メロディーだけで書いてあるわけではありません。 So wie das bei Mozart bekannt ist. Nicht bei Mozart kann man immer Mozarts Variationen beschäftigen sich mit der Melodie. Aber die Melodie dieser Aria, die spielt gar keine Rolle. Nur der Bass, die harmonische Grundlage der Aria, die wird variiert. Die Basstöne, die ganz einfache Basslinie, die kann ich Ihnen jetzt einmal vorspielen. Die Aria hat 32 Takte. Und entsprechend gibt es 32 Basstöne. Eigentlich vier Phrasen, die jeweils 8 Töne. 4小節ごとに1つのまとまりにはなっているんですけど、ちょっとお聞きください。 Basston gehört natürlich eine Harmonie. Und so weiter. Also 32 Takte, 32 Basstöne. 32小節に32個の和音、バスの音が In manchen Variationen können Sie diese Basslinie ganz einfach hören. Manchmal ist es sehr kompliziert verstellen. Aber es liegt diese Harmoniefolge, diese Struktur, die liegt in allen zugrunde. ただこのバスと和声の動きっていうのは全ての変奏曲の基本となります。 32 Töne waren das und diese Bassfolge wird, wenn man die Variation spielt, die wird 32 Mal gespielt. Das ist eigentlich die Idee. これを32個変奏曲として繰り返されるのがまずゴールドベルクの基本となります。アリアがあって、それが32回繰り返される。バスの中に32個のバスが入っています。Das ist Thema, die Aria. まず テーマがアリアですね。 30 Variationen. 32個の変奏曲です。 Und nochmal die Aria am Schluss. で、最後にアリアがまた再び来ます。 32. これが全てです。 32, ja. Genau, das ist das. Ich habe Ihnen auf dem Zettel ein bisschen den Aufbau dieser Variation aufgemalt.
Bach hat es in drei Säulen gegliedert. Bach hat 3 Gruppen in Die mittlere Säule sind praktisch die verschiedenen Formen, Tänze und Musikformen, die Bach in seinem Klavierwerk benutzt. 真ん中の、グループのところ、右と左真ん中のところはバッハがよく曲集に使ってたフーガだとか踊りのものを盛り込んでおります。そこにメヌエットとかフーガとか書いてありますが、バッハがよく用いていた。Säule der Toccaten. Die Toccaten, das sind eigentlich schnelle Stücke, sowas wie Etüden, Fingerstücke. Da hat Bach für den jungen Goldberg ganz besonders schwierige Dinge ausgedacht. Das ist ein Stück, was für Cembalo geschrieben ist, zwei Manual. Auf der rechten Seite dann ist die Säule der Kanons. Jeder weiß, was ein Kanon ist. Kanonというのは皆さんご存知でしょうか? Stimme, die sozusagen zeitlich versetzt ein zweites Mal gespielt wird und sich dann selbst begleitet. Dann diese beiden Kanonstimmen. バスがあって、2つのカノン、2声分のカノンが上に乗っかっている形で書かれております。Nur im ersten Kanon setzt die zweite Stimme auf den gleichen Ton ein. Sie spielt genau dieselben Noten nochmal. 1つ目のカノンはとても単純で、同じメロディーが2小節後に追いかける形となります。 Im nächsten Kanon setzt die zweite Stimme einen Ton höher ein. 2つ目のカノンは Dritten Stück eben eine Terz tiefer zum Beispiel. Das können Sie ganz schön hören. Ich spiele es Ihnen mal vor. Das ist Kanon in der Terz. Ja. Setzt es eben eine Quarte tiefer ein. Und das ist auch noch ein Kanon in der Umkehrung, zusätzliche Komplikation. Also alles, was aufhört, das kann man aber auch ganz gut hören manchmal. Ja. 耳でよく聞くこともできます。